Also mein geilster Curb-Trick ist der Switch to 70 Frontside. Noside, man kann auch sagen, Switch to 70 Backtail, je nachdem. Ich finde Noside hört sich geil an. Als erstes müssen wir natürlich Noside können. Und zwar richtig gut, also kontrolliert. Das heißt, wenn ihr Noside macht, müsst ihr so richtig drin stehen mit dem Fuß, mit dem vorderen Fuß in der Kuhle, damit ihr ihn kontrolliert und nachher wieder rausdrehen könnt. Und beim Switch to 70 Front to Noside war ich eigentlich an wie beim Switch to 85. Nur dass der vordere Fuß in dem Fall weiter hinten steht. Der Fuß ziemlich weit außen und ich drehe mich richtig rein. Und das Wichtigste ist, dass man Switch to 70 volle Kanne dreht. Also ihr müsst den auch im Flat richtig gut können, den Switch to 70. Fast komplett am besten den Switch 360 können. Und dann volle Kanne reindrehen, keine Angst haben, weil sonst reicht es nicht bis in den Noside rein. Dann volle Kanne ausholen. Wichtig ist, wenn ihr in den Noside anlockt, den ganzen Körper vordrücken und dann seid ihr richtig im Curb drin. Und dann das Einfachste ist, wieder zu Switch rauszugehen oder normal ist die nächste Stufe. Und ich mache jetzt die nächste Stufe.